Meine Damen, meine Herren, ich freue mich, Sie heute im neuen Jahr das erste Mal wieder zurück hier bei der Ringvorlesung begrüßen zu dürfen. Sowohl hier vor Ort, heute in der Aula, und auch nochmal ganz herzlichen Dank an Sie alle, die hergekommen sind, dass Sie die etwas widrigen Wetterumstände nicht geschreckt haben und trotzdem hierher zu kommen. Aber natürlich auch einen wunderschönen Abend an alle diejenigen von Ihnen, die vom heimatlichen Sofa zuhören. Wir sind jetzt bereits bei der 5. Veranstaltung der Ringvorlesung angekommen, die vorletzte Veranstaltung jetzt in diesem Zyklus. Und ich freue mich sehr, dass wir eben dieses Thema Planetar Denken, eine interdisziplinäre Einführung, so erfolgreich durch dieses Semester bisher gebracht haben und viele Dinge auch erleben durften. Und ich glaube, das ist heute auch nochmal der Fall, die jetzt beginnen, auch ineinander zu greifen, sodass diejenigen von Ihnen, die jetzt schon einige der anderen Vorträge vorher gehört haben, vielleicht auch die eine oder andere Verbindung herstellen können. Ich freue mich sehr, heute Abend unseren Redner begrüßen zu dürfen, Herrn Professor Dr. Tim Landgraf von der Freien Universität aus Berlin, der auch erfolgreich hergekommen ist, trotz aller Widrigkeiten des Wetters und der Deutschen Bahn. Herr Landgraf, Sie werden heute Abend zu uns zum Thema sprechen, Machine Learning und Non-Human Communication. Und Sie beschäftigen sich mit der Erforschung von Tierschwärmen und tun das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Robotik. Ich bin sehr gespannt, weil ich vorhin was über Roboterbienen schon gehört habe. Also ich bin sehr gespannt, wie Ihre Arbeit genau aussieht. Es geht ganz viel bei Ihnen um das soziale Verhalten von Tieren und über das, was wir von dem sozialen Verhalten von Tieren lernen können, wenn wir es eben intensiv beobachten. Und was wir auch lernen können, um eben unseren eigenen Zugang zu künstlicher Intelligenz weiterentwickeln zu können. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Ich habe gerade eben schon gelernt, aber das erzählen Sie sicherlich, wie das Bild auf Ihrem Cover sozusagen entstanden ist. Ich freue mich jetzt, übergeben zu dürfen an Lisa Bauer von unserem Panel on Planetary Thinking, die Kuratorinnen der Ringvorlesung in dieser Saison. Und Sie werden in Ihrer Rolle als Geschäftsführerin auch noch mal ein bisschen uns was erzählen über die Arbeit von Herrn Landgraf, denn das ist, glaube ich, auch eine Arbeit, die Sie selbst auch sehr, sehr bewegt und auch in Ihrer eigenen Forschung eine große Rolle spielt. Damit wünsche ich uns allen jetzt einen sehr erkenntnisreichen, lehrreichen und aber auch einen sehr angenehmen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lorenz, und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Anwesenden und natürlich auch an die Online-Teilnehmerinnen. Ich freue mich total, diese gefüllte Aula hier zu sehen, und ich freue mich auch sehr, dass ich Ihnen heute Abend den kleinen Vorgeschmack auf den Vortrag von Tim Landgraf liefern kann. Also, lieber Herr Landgraf, ich hoffe, wir haben Ihnen schon gezeigt, wie sehr wir uns freuen, dass Sie den weiten Weg von Berlin auf sich genommen haben. Und ich muss sogar ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich noch bei kaum einer unserer Ringvorlesungen so neugierig war wie heute. Denn es geht ja, wie Frau Lorenz schon gesagt hat, einmal um mein Herzensthema, auch mein Forschungsthema Tiere. Auch die Kommunikation nichtmenschlicher Tiere ist mir ein sehr wichtiges Thema. Aber noch dazu geht es dann um einen Bereich, wo ich bislang leider nur sehr oberflächliches Wissen darüber habe. Und wie Sie alle wissen, um die Möglichkeit, über KI-gestützte Technologien diese Kommunikationsformen von Tieren zu entschlüsseln. Und liebe Gäste, um Sie in dieses Thema einzuführen, möchte ich Ihnen kurz einen kleinen Diskurs geben darüber, worüber es heute Abend vermutlich nicht geht. Es geht nämlich nicht darum, Tieren mit Hilfe von Biotechnologie oder anderen Gerätschaften beizubringen, in unserer menschlichen Sprache zu sprechen und sie sich anzueignen. Denn was Tim Landgraf und seine Kolleginnen und Kollegen in Berlin tun, geht genau in die andere Richtung. Da wird nämlich von den Tieren gelernt. Es wird nicht den Tieren das menschliche Sprechen beigebracht, sondern wir versuchen zu lernen, wie die Tiere auf ihre spezifische Weise kommunizieren. Und das ist sehr wichtig, und das veranschaulich ganz kurz an einem Beispiel. Sie kennen die Idee, dass Tiere anfangen könnten zu sprechen wie wir Menschen, sicherlich aus Science-Fiction-Büchern und aus Filmen, aus Serien wie Rick and Morty. Und 2020 war das auch ein ganz großes Thema auf der Plattform TikTok. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, denn dort wurde ein Hund, ein Sheepdoodle, das ist die Hunderasse, namens Bunny dafür berühmt, dass sie ein Soundboard benutzte mit ihren Pfoten, um mit ihrer Besitzerin zu kommunizieren.
Sie können auch auf YouTube da ganz witzige Videos zu finden. Also dieser Hund konstruiert Sätze wie I dog, we friend oder auch, wie es sich eben für treue Hundegefährtin gehört, sowas wie I love you oder sie kommuniziert ihre Bedürfnisse oder fordert Spaziergänge und Leckerlis ein und so weiter und so fort. Und mittlerweile sind Bunny und ihre Besitzerin nicht nur zu Influencerinnen geworden, sondern auch zum Gesicht von einem kalifornischen Unternehmen namens Fluent Pet. Und dieses Unternehmen stellt sogenannte Augmentative Interspecies Communication Devices her, also Geräte, die Mensch-Tier-Dialoge ermöglichen sollen. Und das klingt jetzt etwas abstrus und Sie fragen sich zu Recht, warum dieser Exkurs? Also ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn immer wir darüber reden, wir versuchen mit Tieren zu kommunizieren, dann müssen wir uns bewusst machen, dass solche Versuche, die einseitig die menschliche Sprache versuchen, auf Tiere zu übertragen, meist Einbahnstraßen sind. Und dass vor allem Menschen, die mit Hunden oder Katzen zusammenleben, die wissen das alle ganz genau, dass wir mit Tieren eigentlich ganz gut kommunizieren können, vor allem mit Haustieren, wenn wir eben keine Technik benutzen. Und diese technischen Instrumente können da eher im Weg stehen. Was aber Tim Landgraf und sein Team in Berlin machen, ist, dass sie uns Tiere, die uns viel fremder sind als Haustiere, nämlich Fische oder Bienen, dass sie uns diese näher bringen. Und wozu das alles gut sein kann, darüber wird er heute Abend sprechen. Also komme ich dann jetzt auch zum Wesentlichen des heutigen Abends. Also Tim Landgraf hat Informatik studiert an der FU Berlin und hat dann einen längeren Forschungsaufenthalt in Kalifornien absolviert und 2011 seine Dissertation abgeschlossen. Danach hat er ein Softwareunternehmen gegründet, ist dann aber zurück in die Forschung gegangen und lehrt nun seit 2016 als Professor für kollektive und künstliche Intelligenz an der FU Berlin. Und im Zuge dieser Professur, die er jetzt auch noch inne hat, unterrichtet er verschiedene Lehrveranstaltungen zu Themen künstlicher Intelligenz und Machine Learning vor allem. Und er hat außerdem das Dahlem Center für Machine Learning und Robotics gegründet. Und dort, und das ist eben die Arbeit, wo wir auch heute einen Einblick gewinnen werden, dort arbeitet er genau an dieser Schnittstelle zwischen Biologie und Informatik und erforscht eben die sensorischen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten nichtmenschlicher Tiere. Er hat dort auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die nach ihm benannt ist, der Landgraf Lab. Und dort geht es auch, wie Frau Lorenz auch schon gesagt hat, vor allem auch um die Intelligenz von Modellorganismen wie Honigbienen oder auch Guppies. Und im Zuge seines vermutlich bekanntesten Projekts, über dieses Projekt habe ich seine Arbeit kennengelernt, das nennt sich Hiveopolis. Dort wurde zum Beispiel das Verhalten aller Honigbienen in einem Bienenstock über ihr gesamtes Leben hinweg per Kamera verfolgt, um dann zu verstehen, wie so ein Bienenstock funktioniert, wie er über das Verhalten der Bienen rechnet sozusagen. Und wie eben so ein Kollektiv aus nichtmenschlicher Intelligenz unglaublich effizient funktioniert. Das haben wir eben auch schon im Vorgespräch besprochen. Was fasziniert uns eigentlich so an Bienenstöcken? Wieso funktionieren die eigentlich so viel besser als menschliche Gesellschaften in vielerlei Hinsicht? Also der Schwänzeltanz der Honigbiene, das Sozialverhalten, darüber werden wir heute noch viel hören, darüber sollte ich nicht so viel verlieren. Die sind unter anderem auch in die Entwicklung eines Bienenroboters geflossen, das hat Frau Lorenz schon angeteasert. Und momentan arbeiten Tim Landgraf und sein Team außerdem an Roboter-Guppies, die sich unter Fischschwärme mischen sollen. Was daran besonders interessant ist, ist, dass diese Roboterfische sollen von dem Fischschwarm lernen. Das heißt, sie sollen sich intelligent an das Verhalten des Schwarms anpassen. Und die Forschungsergebnisse, die dabei geliefert werden, tragen dann einerseits natürlich zur Tierethik bei und zur Verhaltensforschung und gleichzeitig schneiden sie natürlich in diese brandaktuelle Schneise der Lernfähigkeit künstlicher neuronaler Netzwerke. Und die Ergebnisse seiner Forschung können Sie natürlich in einer großen Fülle von Artikeln nachlesen. Zum Schwarmverhalten der Fische können Sie zum Beispiel ein Paper finden in der Zeitschrift Bioinspiration and Biomimetics. Wenn Sie sich konkret für die biomimetischen Roboter interessieren, finden Sie einen spannenden Artikel mit dem Titel Animal in the Loop. Und wenn Sie sich vor allem für den Schwänzeltanz der Honigbienen interessieren und wie Machine Learning eingesetzt wurde, um das näher kennenzulernen, dann hat er 2023 in der Zeitschrift PNAS Nexus einen super spannenden Artikel verfasst. Da werden wir auch sicherlich was zu hören. Und noch ein paar letzte Punkte, dann bin ich auch fertig.
wollte ich noch nennen, dass auch besonders spannend an der Arbeit von Tim Landgraf ist, dass sie nicht an der Universität bleibt, sondern eben auch in sehr vielen anderen Bereichen außerhalb des universitären Kontexts anschlussfähig und relevant ist. Das Sozialverhalten der Bienen diente ihm zum Beispiel auch als Inspirationsquelle für Energieversorgungsstrategien bei Elektroautos. Und die Fülle von Erkenntnissen und Inspirationen aus der nichtmenschlichen Welt fließen sicherlich auch in seine Tätigkeiten als Mentor für verschiedene Start-ups in Berlin, die im Bereich künstlicher Intelligenz aktiv sind, und auch in seinen Beratungstätigkeiten für Technologieunternehmen und Investoren. Also wie Sie sehen, in dieser Arbeit lernen keinesfalls die Menschen von den Tieren, die Tiere von den Menschen, sondern die Menschen von den Tieren. Das war jetzt sehr klassisch, wie ich in meinem Einstiegsbeispiel gesagt hatte. Und Technologien werden hier, und das ist auch vor allem wichtig, nicht dazu eingesetzt, die Fähigkeiten von Tieren zu erweitern, sondern Technologien werden zu Brücken oder Schnittstellen, über die es uns ermöglichen, die Tiere besser zu verstehen und vielleicht sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und in diesem Sinne hoffe ich jetzt, dass Sie jetzt genauso neugierig sind auf den Vortrag wie ich, und ich übergebe das Wort an Tim Landgraf. Danke, danke. Ja, schön, dass ich hier bin. Ich hoffe, ich fühle mich genauso nach dem Vortrag. Ich bedanke mich für die Einladung, Frau Bauer, Herr Legeby, ans Präsidium, was hier ist, Herr Kramer, Frau Lorenz. Und ich danke auch Ihnen, dass Sie hierher den Weg gefunden haben, und auch natürlich den Leuten auch jetzt schon, dass Sie vor dem Rechner sitzen, wenn Sie es denn tun. Heute geht es um Machine Learning, aber viel mehr in der Zahl der Folien, die ich vorbereitet und mitgebracht habe, um nichtmenschliche Kommunikation. Und ich fange auch gleich damit an zu sagen, etwas, was eigentlich keine Neuigkeit ist, dass Kommunikation wirklich überall stattfindet. Und ich versuche so ein bisschen mal unseren Blick zu weiten, in welcher Art und auf welche Weisen Menschen und Nichtmenschen, Tiere, kommunizieren können. Ich fange mal an mit dem Fall. Hier hört man also im Hintergrund so ein bisschen, weiß nicht, jaulen, und im Vordergrund so ein Schnurpsen und so ein Pfeifen. Das sind Beluga-Wale, die sehr komplex kommunizieren. Man sagt, man hat ungefähr 3% von den Lauten eine Bedeutung zugeordnet. Also 97% von dem, was man da aufnehmen kann, indem man einfach ein Mikrofon ins Wasser hält, ist noch unverstanden. Aber man weiß, dass Beluga-Wale Namen haben, dass sie einander kreative Lieder vorsingen können, die auch übermittelt werden über lange, lange Distanzen. Und das ist sicherlich nichts Neues. Nur noch mal so erstmal, um den Start zu setzen. Aber natürlich gibt es auch noch viel kleinere und auch süßere Wesen auf diesem Planeten, das sind Präriehunde, Signale, also akustische Signale, Geräusche, Laute entwickelt haben, mit denen sie sich verständigen, zum Beispiel auch einander warnen können, wenn es eine Bedrohung gibt. Es gibt sogar einen Laut für Achtung, ein Mensch kommt. Und ich möchte so ein bisschen weg vom Menschen und fange jetzt also an von den Lauten, aber es gibt natürlich auch ganz viele Signale, die nicht in der akustischen Welt sich abspielen, sondern so wie bei den schwach elektrischen Fischen, wie diesem sehr hübschen Exemplar. Hier gibt es elektrische Signale. Das heißt, die senden kleine Pulse aus mit einem, eigentlich mit einem Muskelorgan, das über die Zeit dann mutiert ist und diese elektrischen Signale erzeugen kann, hinten im Schwanz. Und dieses Feld können sie auch selber spüren. Und das Feld wird durch Objekte, aber auch andere Personen, Fische, deformiert, moduliert und wird dann anders wahrnehmbar. Und diese Fische kommunizieren auch über diese Pulse. Und keiner weiß, keiner weiß, wie genau. Ja?
Also wir können Elektroden ins Wasser halten, sehen, aha, da gibt es diese Signale, aber wir wissen nicht, was das bedeutet. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere nicht verbale, nicht akustische Signale und das mal nur an einem Beispielbild hier. Das ist so viel Information da drin. Ja? Wir sehen, okay, das sind zwei wahrscheinlich ältere Frauen. Wir können also Alter und Geschlecht ablesen. Wir können etwas über ihre Sehstärke aussagen, weil wir die Brille sehen. Wir können etwas über ihren wahrscheinlich Familienstatus sehen, weil sie keinen Ehering tragen, jedenfalls die eine mit der linken Hand. Ich weiß nicht, ob der andere da auch noch sich versteckt. Wir können auch ablesen, dass sie wahrscheinlich befreundet sind. Also so viel Information in nur einem Bild, übrigens für den geübten Beobachter, sieht man an der Unterschiedlichkeit der Ohrringe, dass das kein Mensch gemalt hat. Aber sozusagen mein Punkt hier an der Stelle ist, es gibt so viel Information einfach nur, wenn ein Beobachter lange genug auf eine Szene guckt, gibt so viel Information, die wir daraus lesen können, dass wir Kommunikation, also vielleicht viel, viel weiter fassen könnten und sollten, als wir vielleicht am Anfang gedacht haben. Und gerade in Gruppen, also immer dann, wenn es Sozialpartner gibt und dann vielleicht auch bei größeren Gruppen, wie in solchen schönen Schwärmen, das sind jetzt Stare, aber auch in Fischschwärmen oder in Herden, kann Kommunikation oder Informationsaustausch auch bedeuten, ich achte wieder darauf, wie der andere sich bewegt. Es gibt also keine Informationspakete wie Worte oder elektrische Signale, sondern kontinuierlich wird Information übermittelt. Auch wenn der Informationsgehalt vielleicht klein ist. Ja? Dass das auch eine Funktion hat, wissen wir. Ja? Das soll quasi schützen vor Angreifer wie, weiß ich nicht, Raubvögel verwirren, aber auch zwischen Raubvogel und dem Schwarm gibt es Kommunikation. Sonst wüsste ja der Schwarm nicht, dass er ausweicht in eine bestimmte Richtung. Ja? Information wird durch den Schwarm übermittelt und in den Schwarm hinein und möglicherweise auch aus dem Schwarm heraus, sodass wir, wenn wir uns vorstellen, wie dieser ganze lebende Planet organisiert ist, nämlich mit Milliarden von lebenden Entitäten, die irgendwie einander messen und ihre Messung in Verhalten ausdrücken oder übersetzen, dass wir also einen riesigen Planeten haben, der letztlich ja, ein riesiges Netzwerk ist von Informationsverarbeitungen. Ja? Der Planet lebt nicht nur, weil auf dem Planeten lebende Wesen laufen, schwimmen, fliegen und krabbeln. Er lebt auch, weil Information verarbeitet wird. Okay? Und das ist auch eine nicht so neue Erkenntnis. Also Galileo hat schon gesagt, alles ist verbunden. Und das wird auch immer noch benutzt, um Interesse zu erzeugen und neue Fernsehserien zu kreieren, wo genau dieser Punkt benutzt wird, um Storys zu bilden, wie denn alles miteinander verbunden ist und wie Information fließt. Und das ist sicherlich auch ein bisschen der Hintergrund für diese Vorlesung, nämlich, dass wir auch natürlich wünschen uns, dass wir mehr vom Planeten verstehen, mehr verstehen, wie diese Informationsflüsse laufen, wer beteiligt ist, wie sind wir dann überhaupt beteiligt an dem, was wir da auf dem Planeten veranstalten. Gut. Also in diesem Thema möchte ich also jetzt bleiben und Tierkommunikation, natürlich auch mit dem Menschen, ich sehe den Menschen auch als Tier, wie läuft das und wie können wir Kommunikation in der Tierwelt verstehen? Aber warum wollen wir das überhaupt? Warum? Also ich als Forscher weiß warum, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, hey, warum müssen wir das überhaupt verstehen? Deswegen also ein paar Beispiele. Das sind meine Bienen
Alle oder fast alle tragen eine kleine Nummer als Code, als so ein Block, ein QR-Code hinten auf dem Rücken. War übrigens eine sehr harte Arbeit, die alle zu bekleben. Aber das ist das Endergebnis oder ein Endergebnis nach dieser mühsamen Arbeit, alle zu bekleben. Und es ist ein schönes, also ist nicht nur ein schönes Ergebnis sozusagen im Kontext meiner Forschungsarbeit, sondern ist auch ein schönes Bild für, was da eigentlich passiert. Nämlich, wir haben hunderte einzelner Individuen, die miteinander interagieren. Und das, was wir in so einem komplexen System eigentlich auch immer erwarten und auch in ganz vielen Beispielen, zum Beispiel in menschlichen Gesellschaften auch sehen, ist, dass es emergente Verhalten gibt. Ja? Es gibt Verhalten, die sich nicht erklären lassen aus den Einzelinteraktionen. Etwas entsteht, was größer ist als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist meine Motivation, warum will ich Tierverhalten verstehen? Weil das ist Wahnsinn. Ja, wie kann ein Bienenstock verstehen, was er machen soll, wenn er doch nur einzelne Bienen hat, die hin und her fliegen und Informationen sammeln? Die müssen ja zurückkommen in den Stock und irgendwie verstanden werden von dem Meta-Organismus Bienenstock oder Bienenkolonie. Und das ist ganz ähnlich, wie das unser Hirn macht. Ja, wir haben hier einzelne Neurone, die miteinander sprechen. Die können nicht rumlaufen, nicht rumfliegen und auch nicht stechen, aber die tauschen Informationen aus und geben es weiter. Und am Ende emergiert irgendwas, was auch unerklärlich ist. Wenn ich nur erklären kann, wie ein einzelnes Neuron funktioniert, kann ich nicht erklären, wie Bewusstsein entsteht oder meine Persönlichkeit. Gut, das ist eine Motivation, warum ich Tierverhalten verstehen will und warum vielleicht auch ihr das versteht, warum man das machen will. Aber es gibt auch andere Anwendungen und die will ich kurz ansprechen. Stell sich vor, wieder bei den Bienen, die sammeln ja nicht nur Ressourcen wie Nektar und Pollen oder Wasser oder Baumharz zum Reparieren des Bienenstocks, sondern die könnten möglicherweise auch Umweltgifte einsammeln, Pestizide oder Feinstaub oder was weiß ich. Ja? Und das bringen die ja damit auch in den Bienenstock. Dort wird es aufgenommen, ist möglicherweise auch physiologisch irgendwie wirksam, sodass wir, auch eine alte Idee übrigens, im Verhalten Unterschiede sehen. Im Verhalten wie zum Beispiel einem, das ruckelt jetzt hier sehr stark, ja, aber ist auch nicht so schlimm, weil das Verhalten ist auch sehr ruckelig. Das nennt sich nämlich Zittertanz. Eine Biene zittert und zeigt damit, ich habe was, aber keiner will es haben. Oder hier, ein Schwänzeltanz. Hier zeigt eine Biene, entschuldigen Sie die Qualität, läuft irgendwie nicht so schnell, wie es soll, zeigt an, wo es Futter gibt. Von wo hat sie denn die Umweltgifte oder was immer sie da gesammelt hat, herbekommen? Dann gibt es Verhalten, die wir noch gar nicht richtig verstehen können. Ich springe erstmal rüber, weil das nicht so schön flüssig läuft. Und die Idee ist jetzt, wir könnten doch den Bienenstock als Sammeleinrichtung nehmen, um quasi die sowieso machen zu lassen, was sie jeden Tag machen, nämlich rausfliegen, Futter und alles andere, was sie brauchen zum täglichen Überleben, sammeln. Aber wenn da was drin war, was nicht schön und nicht nett und nicht verträglich ist, dann sehen wir Verhaltensänderungen. Das heißt, eine mögliche Anwendung für wir verstehen, was da passiert in dem Verhalten, ist, dass wir es gar nicht benutzen, um zu verstehen, was die kommunizieren, sondern nur verstehen, dass sie anders kommunizieren und möglicherweise gestört sind in ihrem normalen Verhalten, in ihrem normalen Kommunikationsverhalten. Ganz ähnlich ist die Idee von Martin Wikelski und seiner Arbeitsgruppe am MPI für Tierverhalten. Das ist eine Kuh, die trägt ein Halsband und in diesem ist ein Sensor, der letztlich auf Bewegung anspricht. Wenn die sich viel bewegen, gibt es ein hohes Signal, wenn sie schläft, nichts. Ja?
Und dann gab es mehrere Erdbeben, kleinere in Italien. Und auf die Daten wurde untersucht, können wir aufgrund der erhöhten Tieraktivität vorhersagen und Rückschlüsse darauf ziehen, dass es ein Erdbeben geben wird. Und siehe da, 18 Stunden, wenn man in der Nähe des Epizentrums ist, bevor das Erdbeben auftritt, zeigt sich eine erhöhte Aktivität. Aktivität ist natürlich noch lange nicht Kommunikation, aber muss ja auch nicht immer schwer sein. Oder andersrum, vielleicht gibt es noch viel subtilere Signale im Miteinander der Tiere, anhand derer wir ablesen können, vielleicht noch viel früher ablesen können, oh, da kommt was. Ja? Erdbeben. Und da gibt es viele andere Beispiele, nur eine der möglichen Anwendungsfälle. Dann kann man natürlich, wenn wir schon in der Landwirtschaft sind, auch mal überlegen, naja, können wir nicht die Haltungsbedingungen verbessern, wenn wir sehen, wie Tiere kommunizieren, wie Tiere sich verhalten, kann man Rückschlüsse auf deren Gesundheitszustand, auf ihr Leid, was sie empfinden, auf Krankheiten, die sie möglicherweise in sich tragen oder entwickeln, machen und entsprechend hoffentlich richtig übersetzen in eigenes menschliches Verhalten, nämlich eine Verbesserung der Haltungsbedingungen, eine Behandlung, eine frühzeitige Behandlung der Krankheit und eine Abhilfe des Leids. Diese Anwendungen betreffen natürlich erstmal nur die Fähigkeit zu erkennen, also aus menschlicher Sicht zu erkennen, was passiert denn da mit den Tieren. Aber wir können auch den Kanal zurück benutzen und können sogenannte biohybride Systeme, wieder am Beispiel der Biene, benutzen, um zum Beispiel links zu dekodieren, oh, da ist ein Tanz. Der Tanz zeigt in die Richtung und die Entfernung. Da sollen die alle hinfliegen, aber da ist auf der Karte eingetragen, da wurde gerade Pestizid ausgebracht. Da stoppen wir mal lieber. Die Wabe vibriert, die Bienen bewegen sich weniger, die Nachfolgebienen, das sind die, die dann ausfliegen sollen, bleiben starr stehen. Das sieht man an der fallenden Kurve da. Das heißt, wir können quasi in Realtime, in Echtzeit erkennen, da tanzt eine, die soll da aber nicht hintanzen, da ist Pestizid. Das heißt, der Rückkanal ist jetzt, wir stoppen und weniger oder keine Biene fliegt dorthin und sammelt die Umweltgifte. Das heißt, wir können mit dem Rückkanal direkt helfen. Ja? Wir können weniger Pestizideinträge bewirken. Auf der rechten Seite ist der schon angesprochene Bienenroboter, Ich mache nochmal einen Neustart, das ist ja doof. Der Bienenroboter sollte eigentlich erstmal nur dazu dienen, rauszufinden, was denn genau die Teile des Bienentanzes sind. Was wird denn da überhaupt kommuniziert? Nee, was, das wissen wir schon, aber wie? Also welche Körperbewegungen, Flügelbewegungen oder Düfte spielen da eine Rolle? Ach, jetzt ist es ganz eingefroren. Und das hätten wir auch mal testen können. Ach Mist. Ja. Tja, was mache ich jetzt? Ich ziehe jetzt mal das Ding hier raus. Das ist ja nervig. Ja, es bleibt jetzt erstmal stehen. Ich schieße das mal ab. Und starte es neu. Ja, weiß nicht, ob wir das machen können. Okay, da haben wir es. Jetzt geht's wieder. Also,
bitte vielmals um Entschuldigung, ich weiß nicht, warum das manchmal kommt. Genau in die Situationen, in denen es nicht vorkommen soll, passiert es natürlich. Auf der rechten Seite der Bienenroboter. Der hatte eigentlich die Aufgabe herauszufinden, was jetzt in dem Bienentanz wirklich relevant ist oder was wirklich Sinn trägt. Sind es die Flügelbewegungen, sind es die Bewegungen, ist es das Tappeln, ist es ein bestimmtes Verhältnis von Bewegungsdauern, ist es der Geruch, ist es die Hitze? Weil wenn man bei Bienen nachmisst, die machen alles, aber man kann der Biene nicht sagen, mach mal jetzt die Flügelbewegungen nicht. Ja, man könnte die Flügel abschneiden, aber das geht eben nur bei den Flügelbewegungen. Aber man kann natürlich auch das weniger weniger grundlagenforschungsmäßig sehen und sagen, na gut, wir nehmen den Tanz und der funktioniert, der Roboter-Bienentanz funktioniert, diese markierte Biene läuft hinterher, dekodiert, wohin sie fliegen soll und fliegt dann aus. Das heißt, wir können jetzt Bienen, wenn es denn so gut funktioniert, wie ich es jetzt hier zeige, Bienen schicken in Richtungen, in die wir wissen, da sind keine Pestizide oder auf Felder, die bestäubt werden sollen. Leider ist das nie so gut, wie ich es immer zeige und wir wissen nicht, warum. Nur mal so zum Stand der Forschung. Gut, also wie können wir jetzt die ganzen Anwendungen im Kopf behalten? Wie können wir denn nun erforschen, wie Tiere kommunizieren? Und wie können wir da KI, also künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen verwenden für? Ich teile das jetzt mal, das ist jetzt sozusagen der Körper, der Kern meines Vortrags, ich teile das in drei Teile. Teil 1, wir erkennen Verhalten. Gut, machen wir mal. Als Beispiel bringe ich immer Karl von Frisch. Der hat einen Nobelpreis bekommen für die Erforschung der Bienen. Auch dafür, dass er den Bienentanz als erster so verstanden hat, wie es die Bienen verstehen, nämlich als eine Nachricht von einer Biene zu vielen anderen Bienen, dass es in einer bestimmten Entfernung, in einer bestimmten Richtung, also quasi in einer mathematischen Koordinate, Futter gibt. Und was hat der gemacht? Der hat Jahrzehnte über seinem Zuckerschälchen Bienen dressiert, ist zurückgerannt zum Bienenstock und hat geguckt, wo ist denn jetzt die angemalte Biene? Also hat die da angemalt, ist zurückgerannt und hat geschaut, was macht denn die? Tanzt die oder macht die nix? Hat er variiert die Zuckerkonzentration, also wie gut ist die Quelle? Hat variiert, wie weit ist die Quelle weg? Hat mehrere Quellen aufgestellt in einem Fächer, hat tausende Experimente gemacht, aber hauptsächlich hat er geguckt. Und auf seinem Schälchen sind zwei Bienen und es gibt aber im Bienenstock tausende. Und die erste Anwendung für künstliche Intelligenz oder Machine Learning ist, das nicht für eine oder zwei zu machen, sondern für alle. Das macht nämlich keiner, der einigermaßen gesund ist. Das dauert nämlich viel zu lange. Also selbst wenn ich eine Kamera hätte und alles aufnehmen könnte, was zu schnell passiert für meine Augen, dann würde ich es ja langsam abspielen können, könnte ich genau sehen, okay, die Antenne läuft da oder was weiß ich. Das kann ich nicht für alle machen. Das kann ich nicht für Tausende machen. Das dauert einfach viel zu lange. Und niemanden interessiert es so stark, dass man die Tausende, Zehntausende von Euros in die Hand nimmt, dann pro Monat, um ein Team von Leuten zu bezahlen, die sich alles angucken. Ja? Das heißt, diese Grenze zwischen Karl von Frisch und unserem System ist einfach eine Kosten-Nutzen-Frage. Aber Wissenschaft ist immer so nützlich, wie man es gerade braucht. Oder niemand kann so richtig hinter die Grundlagenforschung gucken. Was kommt denn dann raus da? Ja, deswegen brauchen wir KI, weil das drückt so ein bisschen die Schwelle nach unten. Wir können es trainieren, laufen lassen, wir können jetzt auf einmal alle Bienen verfolgen, wir können sie erkennen, können genau sagen, wer mit wem was macht und können die Beobachtungen, die wir sonst aus der Welt in das Gehirn geladen haben, jetzt erstmal in den Rechner laden und die Stückchen, die wir ins Hirn laden, dann aus dem Rechner holen. Ja, gerade bei Bienen auch ganz wichtig, weil eben nur im Sommer ist die Zeit, dass wir sie dressieren können zu solchen Futterstellen und im Winter machen die gar nichts. Und wir müssen warten.
Eine interessante Neuigkeit, obwohl der Tanz mehr als ein Jahrhundert alt, zumindest in der Beschreibung von Karl von Frisch ist, also er hat in den 1920er Jahren zum ersten Mal beschrieben, da könnte irgendwas mit Informationsübermittlung drin sein im Tanz. Also 100 Jahren haben wir jetzt mit Machine Learning und vielen, vielen automatisch erkannten Schwänzeläufen entdeckt, dass es sowas wie Bienenbubbles gibt. Also so wie auf sozialen Netzwerken, wenn ich quasi nur den jungen Menschen folge, höre ich ja nur, was die jungen Menschen sagen. Und wenn ich bloß den alten Menschen folge, höre ich bloß, was die alten Menschen sagen. Das heißt, es gibt ein Feedback-System. Ich denke und höre eigentlich nur aus einem Teil der Gesellschaft was. Und das Gleiche passiert hier, aber aus einem sinnvollen Hintergrund, nämlich die Biene, die sie hier tanzt, die zeigt in eine bestimmte Richtung in der Welt, aber auch auf der Wabe. Und auf der Wabe driftet die langsam nach oben. Und die driften quasi immer in die Richtung, in die sie auch zeigen in der Welt, sodass wir also Bienen, die in eine bestimmte Weltrichtung tanzen, hier oben sehen auf der Wabe, und in die entgegengesetzte Richtung tanzende Bienen driften in die andere Richtung. Ein ganz kleiner Fehler eigentlich. Ja, die laufen nicht richtig zurück. Die laufen etwas weniger zurück, als sie nach vorne laufen. Das heißt, die ziehen aber auch dann die Bienen mit, die ihnen zuhören. Und trennen damit quasi all die Bienen, die zuhören wollen, in die, die schon mal in die Richtung zugehört haben und in die Richtung zugehört haben. Das heißt, jetzt haben wir zwei potenzielle Rekruten, die noch nicht ausgeflogen sind, aber die schon mal in die Richtung zugehört haben und in die Richtung zugehört haben. Und beim nächsten Tanz driftet die Tänzerin wieder nach da, und die Bienen, die da sind, haben schon mal einem Tanz zugehört, der in die Richtung zeigt, und kriegen jetzt nochmal die Nachricht der einen Gruppe, und auch die Bienen kriegen dieselbe Nachricht nochmal. Ja? Und so ist durch einen kleinen Fehler, einen kleinen Drift quasi eine effizientere Informationsübermittlung möglich. Und diese Erkenntnis war nur möglich, indem wir Tausende von Schwänzeläufen und Tänzen automatisch erkannt haben, dekodiert haben, im Rechner analysiert haben und diese Bilder hier erzeugt haben letztlich. Gut, vielleicht noch eine Sache, weil sie ganz, ganz süß ist. Mit dem System, was wir da jetzt haben, können wir eigentlich jede Biene von Geburt, also wenn sie sich aus der Brutzelle knabbert, bis zum Sterben verfolgen. Leider nur im Bienenstock und an der Futterstelle. Unten links sieht man das Bild, wo wir sie gerade sehen. Aber wir können ein sehr komplettes, noch ein so komplett wie noch nie, ja, ein Bild zeichnen, was das Verhalten der Biene einzeln, zumindest visuell darstellt. Jetzt tanzt sie für die Futterstelle. Und das können wir für 6 Wochen am Stück machen, dann stirbt sie leider. Aber das gab es noch nie. Ne? Mit dieser Auflösung die individuellen Unterschiede von Bienenlebensläufen beschreiben, hat auch noch keiner gemacht. Das bringt mich zu diesem Video nochmal. Einzelverhalten ist ja ganz interessant, aber das, was für mich gerade spannend war, ist und sein wird, ist, wie jetzt daraus Kolonieverhalten und Kolonieentscheidungen emergieren, entstehen. Und gerade bei Bienen ist das auch ziemlich interessant, weil wir schon so viel wissen über Bienen. Wir können das mal vergleichen mit dem, was wir finden durch solche Analysen. Zum Beispiel, wenn ich so einen Haufen Bienen habe, wissen wir, dass die sich organisieren in Bienen, die den Innendienst machen, und Bienen, die den Außendienst machen. Also Bienen, die die Zellen sauber machen und die Brut füttern und die Königin umsorgen, und die, die rausfliegen und Nektar und Pollen sammeln oder auch draußen an der Tür stehen und Eindringlinge rausschmeißen oder gar nicht reinlassen. Und diese Trennung in Innen- und Außendienst
und auch mittelalte Bienen, die machen den Nektar und Honig draus. Diese Trennung wird laut Lehrbuch am Alter festgemacht. Also wenn ich anfange zu leben, bin ich Innendienstler. Wenn ich aufhöre zu leben, war ich für eine Woche oder zwei Außendienstler. Nur ist es nicht so. Das Lehrbuch lügt. Ein bisschen übertrieben natürlich. Hier sieht man mal eine Grafik. Ich gehe mal mit dem Pointer hier auf die relevanten Zahlen. Das sind 123 Bienen, die am selben Tag geboren sind. Die sollten eigentlich im Laufe ihres Lebens untereinander immer dasselbe machen, laut Lehrbuch. Ist aber nicht so. Wir haben das soziale Netzwerk. Also wer mit wem tanzt, Tanz folgt, Futteraustausche macht, körperlich sozusagen ineinander rennt. All diese Informationen haben wir genommen und haben sie kondensiert auf eine Zahl. Wenn die Zahl hoch ist, ist es eine Sammlerbiene, eine Außendienstlerbiene. Wenn die Zahl gering ist, ist es eine Innendienstlerbiene. Das heißt, das ist diese Zahl, die hier steht. Und über die Zeit nach Einfügen dieser 123 Bienen in den Bienenstock sehen wir, dass es nicht so ist, dass alle am Ende irgendwie hochgehen, dass ihre Aufgabe im Stock verändern, sondern zuerst diese blauen Bienen hier älter werden. Ich meine, die werden alle gleich schnell alt, aber funktionell, also die Rolle, die sie einnehmen im Bienenstock, ändert sich schon ab Tag 10. Etwas, was laut Lehrbuch erst ab Tag 20 passieren sollte. Und dann ändern die ihr Verhalten später. Hier die orangene Gruppe und die grünen, na, die machen so Mittelsachen. Also KI als Beschreibung von einer Sache, die so hochdimensional ist, so komplex ist, dass wir sie gar nicht sehen. Die Interaktionsmuster, also wenn ich eine Biene bin und über einen Tag mit jungen und alten und mittelalten Bienen so und so oft interagiere, auf die und die Art und Weise, sind das ohne Probleme mehrere tausend Zahlen, die auf einen Blick keiner verstehen kann. Der Rechner kann das, kann Muster herausziehen, die uns dann anzeigen. Zum Beispiel, welche Rolle hat eine Biene. Wir können übrigens auch vorhersagen, wann eine Biene stirbt, aber das ist so uninteressant. Das wollen wir heute nicht angucken. Gut, also, Kapitel, die Beobachtung, die Erkennung von Verhalten, die Quantifikation von Eigenschaften eines Einzelnen oder aber auch der ganzen Gruppe als Gesamtorganismus. Haken dran. Punkt 2. Generative KI. Generativ heißt, ich erzeuge Verhalten mit Hilfe von KI. Und das ist natürlich erstmal nicht unbedingt einleuchtend, aber wir sehen gleich, warum wir da einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ja? In die Richtung der Erkenntnis. Wer kennt ChatGPT? Kann auch den Arm hochhalten, richtig hochhalten. Okay, also ich sehe schon leichten Bias da auf die eine Seite. Es gibt mittlerweile eine KI, die, oder auch schon mehrere, aber die ich angesprochen habe, ist sehr bekannt, die auf so ziemlich alle Texte, die wir haben im Internet, trainiert wurde, auf nur eine Aufgabe, und zwar gegeben diesen Text, was ist das nächste Wort? Ganz einfach. Und das heißt, wir kriegen kein Wort raus, sondern wir kriegen Wahrscheinlichkeiten für, weiß ich nicht, Auto, 5% für dieses Wort, so und so viel Prozent. Das heißt, eine ganze Verteilung von Wahrscheinlichkeiten, aus der wir dann sozusagen samplen können. Ne? Was ist jetzt das höchstwahrscheinlichste Wort? Oder wir können mehrere Varianten erzeugen, wie der Text weitergehen soll. Aber diese einen Aufgabe entstehen wieder emergente Eigenschaften. Wir können jetzt in dieses Modell reinschmeißen einen Witz, ja? Und dann soll das Modell mal erklären, warum das witzig ist. Und das kann das, obwohl das nie auf Witze trainiert wurde, wahrscheinlich. Weiß man auch schlecht, weil man nicht so viel lesen konnte, wie viel wir da reingeschmissen haben als Trainingsdatensatz, aber
Es ist so, dass es wirklich Aufgaben gibt, die neu sind, weil man sie extra zum Testen von diesen Modellen erschaffen hat. Und man sieht, dass diese Modelle das können. Warum spreche ich das an? Naja, weil ich eine Sequenz habe von, in dem Fall, Worten. Aber was ist, wenn wir Sequenzen haben von Verhalten? Also wieder unsere Guppies in dem Fall, in einem Tank in Berlin, die wir einfach erstmal nur beobachten mit einer Kamera. Dann verhalten die sich irgendwie, machen, was sie immer machen wollen. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, das zu tracken. Das heißt, wir können jetzt jedem Individuum eine Position und einen Winkel zuordnen für jedes Bild in diesem Video. Und jetzt haben wir eine Sequenz von Positionen, so wie ChatGPT eine Sequenz von Worten hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nach "Hallo, mein Name ist Tim" kommt, ist höher als "Sebastian" oder "Auto". Ja? Also auch die Sequenz von "Was ist denn nach einer Kurve, nach einer Linkskurve jetzt dran?" hat eine Nicht-Gleichverteilung in den Fischen. Das heißt, wir können einfach aus der simplen Aufgabe, immer den nächsten Zustand vorherzusagen, die Struktur des Verhaltens abbilden in ein Modell. Das sind übrigens nicht die 5 Fische, die ich gerade gezeigt habe, sondern das sind modellierte, imitierte Fische. Die können zusammenschwimmen, die können auch alleine schwimmen. Die haben gelernt, an der Wand entlang zu schwimmen und nicht rein zu crashen. Die schwimmen auch nicht ineinander. Das heißt, all die Regeln, die gelten innerhalb des Schwarms, sind jetzt auch in diesem Modell da drin. Dann habe ich einen Kollegen, der heißt Jens, und der sagt immer, ja, und jetzt? Er ist Biologe. Und dem bringt so ein Modell nichts, ne? Der kann jetzt nicht direkt an so einem Modell ablesen, was letztlich aus mehreren Millionen oder Milliarden Parametern besteht. Was wird denn jetzt gemacht von dem Modell? Wie sind denn jetzt die Regeln da drin? Also so wie wir, wenn wir uns versuchen zu erklären, also ich bin zur Pizzeria gegangen, weil ich hatte keine Lust auf Chinesisch oder auf Thailändisch. Oder ich habe doch erst aufgeräumt, weil ich hatte noch viel Zeit vor dem Vortrag. Ich habe übrigens den ganzen Vortrag in dem Zug zu Ende gebracht heute. Egal. Das heißt, es gibt eine Art von Sprache zwischen dem Modell, von dem, was wir haben, von uns und unserem Verhalten und einer Erklärung oder einem anderen Interaktionspartner, dem wir erklären wollen, warum ist was passiert. Aber das haben wir hier nicht. Wir können noch nicht sagen, wie kam denn jetzt dieses Verhalten zustande? Deswegen brauchen wir etwas, was sich erklärbare KI nennt, und das gibt es noch und nöcher für Bilder, also für Modelle, die als Eingabe ein Bild kriegen und ausspucken soll die KI dann, ist es eine Giraffe oder eine Katze oder Affen? Und die sind super, die können das super, also viel besser als Menschen. Und bei denen können wir sagen, okay, erklär doch mal, warum hast du denn jetzt gesagt, das war jetzt ein Affe oder ein Auto? Und die Erklärung hat dann aber eine ganz bestimmte Form, und zwar diese Heatmap, sagt man, also die Karte, wo heiße Bereiche hier in Rot anzeigen, welche dieser Pixel relevant waren für die Entscheidung, dass es ein Affe war oder ein Auto oder eine Katze. Bei Sequenzen von Verhalten ist das noch leider nicht möglich, noch nicht so richtig. Es gibt Ansätze, die aber alle nicht richtig funktionieren. Das haben wir hier gemacht, mal getestet für ein Modell, also ein neuronales Modell, was wir trainiert haben auf ein ganz einfaches Modell, was einfach nur guckt in einem bestimmten Bereich. Ist da ein Partner? Wenn ja, dann schwimm dahin. Und ja, wir können sehen, dass es diesen Bereich gibt, aber wir erwarten sehr viel komplexere Regeln innerhalb eines tatsächlichen lebenden Fischschwarms. Und die Methoden, gelernte Modelle, die dieses Verhalten generieren sollen, so zu erklären, dass wir auch verstehen, was die KI da gelernt hat, die Methoden gibt es noch nicht. Das ist also sozusagen so ein bisschen der Zustand, an dem wir noch arbeiten müssen. Also zusammengefasst haben wir angefangen hier. Wir haben ein Verhalten, wir haben einen Mensch,
der guckt sich das Verhalten an und macht die ganze Arbeit. Das ist das, worauf die Biologen immer noch heute sehr, sehr stolz sind. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass man da nicht zu viel aufbricht an diesem grundsätzlichen Vorgang. Wir haben also irgendein Verhalten. Der Biologe schaut drauf und sagt, okay, das hat jetzt wahrscheinlich irgendwie damit zu tun. Der Tanz, da wackeln die hin und her, hat irgendwas damit zu tun, wie weit weg die Quelle ist. Weil je weiter weg ich die Zuckerquelle stelle, desto länger wackeln die. Das hat man durch Raufgucken auf, natürlich auch hier auf den Futterstelle, aber vor allem auf das Raufgucken auf den Tanz im Bienenstock dann gelernt. Jetzt haben wir es ein bisschen anders. Das Verhalten wird von der KI beobachtet. Nicht nur, die Biologen gucken auch natürlich selbst auf ihre Daten, aber oftmals sind die Daten so umfangreich, dass das keiner mehr angucken kann. Wir haben heute gerade schon darüber berichtet. Ich habe pro Saison, das sind 6 bis 10 Wochen Bienenleben, 6 Mal in der Sekunde machen wir ein Foto, 24/7, die ganze Zeit. Das sind ungefähr 250 Terabyte an Videos, da guckt sich keiner an. Wir haben Programme, die automatisch schauen, ob es Lücken in den Videos gibt. Programme, die regelmäßig gucken, ob irgendwo was verloren gegangen ist, weil irgendein Dateisystem mit so großen Daten nicht mehr klarkommt. Wir haben Programme, die bei der Aufnahme überprüfen, ob die Kamera verrutscht ist, weil beim Füttern der Bienen irgendeiner mit dem Ellenbogen gekommen ist. Aber keiner guckt mehr darauf. Das ist ein Problem, weil wir ja dann letztlich den KI-Methoden vertrauen müssen, dass das, was wir da drin sehen, auch wirklich das ist, was das KI-System daran sieht. Aber wir machen es trotzdem, weil kein Mensch will das auch angucken. Wir gucken also nur auf die Daten, auf die Positionen, auf das Verhalten, was wir sehen, auf die Interaktion, die wer mit wem kommuniziert. Das sind also gar nicht das ist nicht die Datengrundlage, das sind mehrere Ebenen darüber. Ja? Videokodierung, Detektion und Dekodierung dieser IDs auf dem Rücken, Tracking, überall können Fehler passieren. Passieren auch. Und trotzdem müssen wir und können wir jeden Schritt so gut beschreiben, dass wir sicher sind, sicher genug sind, dass das, was wir letztendlich hier beobachten, immer noch sinnvoll ist. Aber es ist schon ein bisschen Vertrauen, was man haben muss. Gut, dann gucken wir also auf die Daten und sagen, okay, Hypothese so und so. Jetzt, the future. Die KI wird mit zunehmender Reife auch in der Lage sein, Hypothesen zu generieren. Ich würde sagen, naja, also hier und da gibt es Korrelationen. Warum testen wir nicht mal, ob das was mit der Distanz zu tun hat oder mit dem Winkel in Relation zur Sonne? Ja? Und diese Hypothesen müssen aber in einer gewissen Form kommen, dass es der Mensch versteht. Bilder können wir verstehen, da wo irgendwelche interessanten Bereiche aufleuchten. Text und Sprache können wir verstehen und da wird sicherlich auch, werden diese ChatGPT und Konsorten eingesetzt werden, weil jetzt ein Interface, ein natursprachliches Interface bereitsteht, um komplexe Zusammenhänge in eine Sprachform zu pressen. Ob wir das dann immer noch glauben können oder ob das akkurat genug ist, müssen wir entscheiden, aber auch unsere Kommunikation ist nicht perfekt. Wir missverstehen uns eigentlich die ganze Zeit. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir uns überhaupt verstehen. Insofern bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir auch hier hinkommen. Ich bin etwas weit schon in der Zeit. Der letzte Teil meines Vortrags betrifft Roboter. Denn die Hypothese ist ja nicht das Ende. Das ist ja erst der Anfang. Und dann machen wir Experimente und haben wieder Beobachtungen und haben wieder Hypothesen und machen das wahrscheinlich so lange, wie es dauert oder bis das Geld ausläuft oder wir vorher sterben. Und das ist eine auch ziemlich normale Tätigkeit in der Forschung. Aber natürlich ist ja klar, dass mit einem Schakal auf Rädern an der Schnur nur begrenzte Motorik, sagen wir mal, möglich ist und viele Signale möglicherweise auch interaktiv
reproduziert werden müssen. Das heißt, der typische Winker, ich winke und einer winkt zurück, muss ja irgendwie erstmal erkannt werden und auch die Motorik für das Winken muss da sein. Also ist doch ganz logisch, dass wir Roboter nehmen. Ja? Und die müssen nicht unbedingt aussehen wie die tatsächlichen Tiere, mit denen wir die Roboter zusammensperren wollen. Zum Beispiel hier sind das Kakerlaken, die sind nicht so wirklich gut mit dem Auge. Was die brauchen, ist ein einzelnes Pheromon. Das war die allererste Arbeit in diesem Feld, die wirklich hoch eingeschlagen ist. Da hat man gezeigt, wie die Wahl der Aufenthaltsplätze bei Schaben funktioniert. Hier in diesem System mit den Hühnern ist das sogar noch einfacher, weil die in der ersten Zeit, in den ersten paar Tagen, diese Prägungsphase haben. Das heißt, die Henne, die Mutterhenne, kann aussehen, wie sie will. Ja, und wir können damit sehr flexibel testen, wie in einer Gruppe quasi dann mit der Henne interagiert wird, mit der Mutterhenne. In anderen Tiersystemen wie unseren Guppies ist das dann nicht mehr so einfach. Da haben wir gezeigt, dass das schon sehr realistisch aussehen muss, obwohl ich immer noch sehe, dass das vielleicht nicht allzu akkurat ist, aber für die Fische reicht es. Was wir gesehen haben, ist, dass die sogar Augen brauchen, diese Roboter. Wenn wir die aufmalen, also weißer Kreis mit einem kleinen schwarzen Punkt drin, reicht nicht. Oder andersrum, mit einem aufgeklebten Guppi-Auge, was eigentlich ein Teddybär-Auge war, ein ganz kleines, funktioniert das sehr viel besser. Also offensichtlich hat das irgendwas damit zu tun, wie die Tiere ihre Umwelt wahrnehmen, was wir oft gar nicht genau wissen, wie sie es tun. Das heißt, hier ist man auch ein bisschen im schwammigen Schätzbereich. Das hier ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt, was sich also um die Interaktion von Falken und Pigeons, Tauben, sich handelt, sich dreht. Und da gibt es eine ganze Vielzahl von Varianten und ich natürlich stelle eine unserer vor, und zwar Robofisch. Und hier geht es darum, in diesem Projekt oder in diesem einen Paper, was ich euch vorstellen würde, geht es darum, wie kann ein Anführer, sich auf eine Gruppe einstellen oder vielmehr ist ein Anführer, der sich anpasst auf die verschiedenen Persönlichkeiten oder physiologischen Zustände, wir sind ja alle mal müde oder wach oder satt oder hungrig, agieren oder reagieren auf soziale Reize mal so, also ist die Frage, wenn ich einen Anführer habe, der in der Gruppe quasi vorgeben soll, wo es lang geht, macht das Sinn für den, dass der sich anpasst an die verschiedenen Gegebenheiten? Oder ist jemand, der letztlich ein Betonkopf ist und immer nur macht, was er will, der bessere Anführer? Natürlich haben wir dann eine leichte Erwartungshaltung, aber bei den Fischen kann das ja auch anders ausschauen. Hier haben wir das so gemacht, wir haben also erstmal KI verwendet, um zu messen eine Verhaltenseigenschaft, und zwar wie stark haut der Fisch vom Roboter ab. Bop, dann geht der Balken hoch. Wir sind ganz vorsichtig mit dem Roboter, bop. Es ist auch keine Angst, die werden auch viel, viel stärker. Es ist eher so, oh, ich will jetzt nicht, lass mich doch mal in Ruhe. Ja? Die sind fakultativ sozial, manchmal machen sie das, wenn sie neu in einem Gelände sind, wo sie noch nicht genau wissen, ist da ein Räuber oder ist da Futter, sind sie lieber zusammen im Sicheren. Und wenn sie das aber schon kennen, dann muss ich jetzt nicht zusammen sein mit irgendjemandem. Und dieses Wegschwimmen messen wir. Und jetzt ist die Überlegung, okay, wenn ich einem Fisch einen Roboter gebe, der auf dieses Signal eingeht und sagt, okay, sorry, ich wusste nicht, dass du Zeit für dich brauchst. Ich gehe da mal eher so in diese Richtung und ist vorsichtig bei einer Annäherung. Im Vergleich zu einem Betonkopf, der immer sagt, ja, ist mir jetzt egal, ich komme jetzt zu dir. Und das ist hier auf der rechten Seite. Also links
sehen wir, dass der jetzt mittlerweile schon sehr langsam gewordene Roboter attraktiv ist, obwohl nicht lange. Das ist wirklich ein sehr schwieriger Fisch. Das sind auch alles immer gleich groß und so. Und wir versuchen, die alle so zu kontrollieren. Alles Weibchen, sind auch größer zum Tracken. Aber manche sind wirklich sehr einfach zu überzeugen und manche ganz, 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 ganz schwer. Das ist ein schwieriges Beispiel. Und hier bei dem Betonkopf, der hat immer die gleiche Anschwimmgeschwindigkeit und Anschwimmwinkel. Also ein sehr direkter ist es nicht und ein sehr indirekter ist auch nicht. So ein mitteldirekter, er schwimmt sozusagen immer so halb ran und halb schnell. Und der Adaptive kann sehr schnell, kann aber auch sehr langsam, je nachdem, wie so das Signal war von dem Gegenüber. Und wir sehen, aha, Sozialkompetenz ist sogar attraktiv. Ja? Also über die Zeit eines 10-Minuten-Versuchs, jede dieser Linien ist ein Fisch, den wir mit dem Roboter zusammengepackt haben. Orangene Linien sind Fische, die mit dem sozialkompetenten Roboter zusammengesetzt wurden. Blaue Linien sind Fische, die mit dem Betonkopf zusammengesetzt wurden. Und wir sehen, dass immer wenn es hoch geht, der Fisch dem Roboter hinterher schwimmt. Immer wenn es nach unten geht, der Roboter eher abstoßend wirkt. Ja? Das heißt, so eine mittlere Kurve heißt, passiert nicht viel oder mal Annäherung oder mal Abstoßung. Und wenn sie nach oben geht, dann ist vornehmlich eine Anziehung da. Und wenn sie nach unten geht, dann vornehmlich eine Abstoßung. Wir sehen, dass die Orangenen ziemlich alle nach oben gehen. Und obwohl es auch Fische gibt, die den Betonkopf ganz cool finden, sind die meisten eher nach unten und daraus machen wir dieses Ergebnis. Und das, was auch ganz spannend ist, ist, dass Sozialkompetenz auch effizienter ist. Obwohl der Fisch manchmal langsamer schwimmen muss, braucht er viel weniger Anschwimmversuche im Mittel, wenn er sozial kompetent ist, als er es braucht als Betonkopf. Und das nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Paper, aber das ist jetzt also so ein bisschen die Fahrspur, in die wir gehen. Wir haben also einerseits eine Messung dessen, was da passiert, auf KI basierend. Wir haben ein Modell, was wir verwenden können, um im Rechner auch zu planen. Der Robofisch habe ich nicht gezeigt, weil es noch nicht publiziert ist und ich nicht vorwegnehmen wollte. Der Robofisch kann jetzt quasi in der Vorstellung mit einem Fisch interagieren und die Vorstellung, das Modell von dem Fisch ist trainiert worden auf die Tracks, auf diese Spuren, die wir da gerade gesehen haben. Das heißt, der Roboter kann quasi in der Vorstellung überlegen, okay, also ich will ihn jetzt dahin führen, ich versuche mal, ihn zu jagen. Und dann geht es nicht. Oder er versucht, ihn zu locken. Ja, geht auch nicht. Aber vielleicht so ein bisschen vorsichtig, dann geht's. Und das Gelernte können wir dann natürlich in der realen Welt versuchen zu übersetzen. Und in der Tat klappt das auch. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt einen Loop von dem Verhalten, was wir verstehen wollen. Eine Beobachtung, die KI unterstützt ist. Hypothesen, die natürlich hauptsächlich noch mit dem Menschen passieren, aber wir haben auch schon das so, dass der Mensch eigentlich raus ist, dass das, was da funktioniert, letztlich auch aus der KI kommt. Auch ein Einfluss nimmt hier natürlich die Art und Weise, wie der Roboter in das Verhalten einwirken kann oder in das Tiersystem einwirken kann. Das kann die KI eigentlich auch schon wissen. Und so sehen wir einen neuen Kreislauf, der stark unterstützt ist von KI. Der Kreislauf war auch schon vorher mit dem Menschen da, aber letztlich war alles im Kopf des Menschen, was da passiert ist. Das Verhalten war außen, alles andere von Erkennung, Tracken, wer mit wem was macht, die Hypothesen ableiten, alles war im menschlichen Kopf und insofern auch ziemlich schwer zu erklären für jemanden, der das verstehen will. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, alles auch verständlicher zu machen für die, die verstehen wollen, was da passiert. Wir können es visualisieren, wir können es vielleicht auch bald mit Texten automatisch erklären und wir können
Roboter verwenden, um zu testen, ob das, was die KI gedacht hat, was da letztlich Ursprung ist in der Interaktion, um das zu testen, um die Hypothese entweder ablehnen zu können und weiterzumachen oder zu sagen, oh ja, das war's. Zum Ende noch ein schönes Bild von zwei Weibchen. Coco, der Gorilladame, und einer Professorin, Francine Patterson, die in den 70er Jahren Coco Gebärdensprache beigebracht hat. Und damit sehr medienwirksam, aber auch in der Fachwelt extrem viel Kontroverse, aber auch Diskussionen und Begeisterung erzeugt hat, weil auf einmal jetzt ja auch Nicht-Menschen kommunizieren konnten. Cook konnte am Ende Hunderte von Zeichen und ganze Sätze damit bilden. Aber ich unterstelle, dass das möglich war, weil Coco schlau genug war, unsere Sprache zu lernen. Und die meisten Tiere, und das muss gar nicht wirklich Intelligenz sein, ja? Das ist einfach die Möglichkeit, die Welt so wahrzunehmen wie wir, die Welt auch so oder in der Welt so zu agieren wie wir, das ist vielen Tieren auch gar nicht möglich. War ja auch nie der Plan für Fische oder Bienen. Aber KI letztendlich wird nicht uns ersetzen, sondern uns erweitern, um genau das, was die Tiere in ihrer Welt machen können, das, was die Tiere in ihrer Welt wahrnehmen können, uns verständlich zu machen und als Schnittstelle zu dienen zwischen dem, was wir können und tun und dem, was die Tiere können und tun. Und natürlich, wie mit jedem Werkzeug, ist das dann immer die Frage, wie wir es einsetzen, aber ich hoffe, dass das so wirkt, dass wir dann vielleicht Sichtweisen adaptieren, die zu, ja, vielleicht etwas wie hier einer Gleichwertigkeit führen, nicht in der, natürlich nicht in der Art und Weise, wie wir den Planeten regieren, aber unsere eigenen Einflüsse auf dieses System Erde klarer machen, bewusster machen. Sind wir denn überhaupt willens, so einen Effekt zu haben auf unsere Welt, wenn wir wissen, was wir genau machen? Und in dem Sinne möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit und bin jetzt da für Fragen. Herzlichen Dank. Uns hier hinsetzen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Das war super unterhaltsam. Ich weiß gar nicht direkt, wo ich anfangen möchte. Vor allem das Bild ist jetzt gerade so, so treffend, denn wir arbeiten am Panel auch gerade an der Idee, wie könnten wir denn eine Politik machen, in der wir Input von der nichtmenschlichen Welt integrieren. Und das ist ja hier so schön dargestellt. Da wollte ich Sie direkt fragen, haben Sie Beispiele für den Einsatz von KI-gestützten Technologien, die in die Richtung gehen, dass wir Bewohnbarkeitsbedingungen des Planeten sicherstellen, Biodiversität fördern? Ja. Die EU hat Richtlinien, wie Pestizide reguliert werden. Wie also, wenn ein Pharmaunternehmen ein neues Pestizid auf den Markt bringen will, wie es, also das Pharmaunternehmen, testen und auch darstellen muss, dass es nicht schädlich ist für Bienen zum Beispiel. Es sind nicht alle Tiere, die es gibt, die da getestet werden müssen. Offensichtlich hat man auch eine gewisse Balance und Abwägung zu treffen, was denn jetzt auch ökonomisch vertretbar ist, dem armen Pharmaunternehmen aufzubürden. Verstehe ich aber. Ja? Die Frage, die sich dann trotzdem bei den Bienen stellt, ist, wenn es Mittel, die Bienen nicht umbringt, kann es doch aber trotzdem Effekte haben. Kann die Bienen schlechter nach Hause finden lassen? Kann die Bienen
früher sterben lassen, kann, weiß nicht, weniger sammeln lassen oder weniger stark reagieren auf Eindringlinge zum Beispiel. Diese subletalen Effekte kennen wir, wenn wir nach Hause kommen, nach einer langen Nacht in der Bar. Wir werden auch nicht umgebracht von den paar Bier, aber wenn wir das den ganzen Tag oder das ganze Leben lang machen müssten, weiß nicht, ob wir da nicht unterperformen würden, ne, mit unserem Leben und dann auch in der Gesellschaft. Also die Frage ist, für auch den Gesetzgeber, wollen wir nicht eine Beschreibung von auch diesen Effekten haben, um dann sagen zu können, ja, dass dieses Mittel schränkt die Bienen zwar ein, aber bleibt unter einem gewissen Schwellwert der Einschränkung erlaubt. Ja? Und diese Verhaltensquantifikation ist noch nicht vorgegeben, gibt es noch nicht. Das ist sicherlich ein Anwendungsfall von unserem System und wir arbeiten auch mit Bayer zusammen, um herauszufinden, wie man das einsetzen kann, um diese Verhaltenseffekte zu quantifizieren. Und ich glaube auch immer, dass es eine gute Aufgabenteilung ist, dass sich auch der, der das verkaufen will, beteiligt an der Forschung daran. Mal gucken, wie es geht. Wir fangen erst dieses Jahr an. Hoffentlich erfolgreich. Ja, Sie haben ja auch schon angeschnitten, dass die Frage, wohin führt Grundlagenforschung, ist ja sowieso immer erstmal noch unklar. Und ich sehe da aus meiner tierethischen Sicht, sehe ich sehr viel großen Nutzen, natürlich auch jetzt gerade in dem Bereich der Fische, dass Sozialkompetenz wichtig ist für Fische überhaupt oder dass es für die Fische wichtig ist, dass der Roboter ein Auge hat. Das fand ich auch ganz interessant, weil es wurde ja sehr lange auch davon ausgegangen, dass Fische eigentlich ziemlich simpel sind, keinen Schmerz empfinden, kein Gedächtnis haben und so weiter und so fort. Und solche Forschung zeigt das ja direkt, dass es eben offensichtlich schon doch da noch viel mehr dahinter steckt, was wir nur vielleicht noch gar nicht sehen konnten. Ich sehe jetzt gerade noch keine Frage, deswegen, oder doch, ja, dann warte ich nämlich mit meiner nächsten und übergebe erstmal an Sie das Wort. Das Mikrofon ist unterwegs. Mich würde interessieren an Ihrem Bienenmodell. Haben Sie gezeigt, dass einige der Bienen von vornherein Honig sammeln oder Pollen sammeln und andere erst später sozusagen, bevor sie sterben, aktiv werden. Kann man diese Bienen, die von vornherein unterwegs sind und sammeln, eigentlich sammeln und sie gentechnisch untersuchen, sodass man versteht, was sie unterscheidet von den anderen Tieren? Ja. Sehr gute Idee. Denn das wäre also ein Einblick, das müssen ja entweder hormonelle oder genetische Unterschiede sein. Ja, klasse, ja, ganz genau das müssen wir jetzt machen. Die KI gibt quasi die Grundlage, die Datengrundlage, auf der wir entscheiden können, welche Biene wir da mit dem Staubsauger rausholen. Was das ist, wie Sie schon sagen, Genetik, Epigenetik, Mikrobiom. Ja. Gelernte Inhalte, Physiologie, ja, was weiß ich, das wissen wir nicht, aber es muss irgendwas sein. Und das ist eigentlich auch ganz schönes Resultat, dass wir an der Stelle ja weniger Antworten haben, sondern noch viel mehr Fragen. Ja, es ist ein Ansatzpunkt, finde ich, der eigentlich molekulare Einblicke erlaubt in das, was geschieht. Ich wollte Sie auf etwas noch aufmerksam machen. Sie haben am Schluss über Ihre Computermodelle mit den animierten Computern gezeigt, dass es da einen Kreislauf gibt. Im Endeffekt haben Sie hier einen Regelkreis, wie er in der Technik existent ist. Und die Frage ist einfach, wenn man auf die Prägung von Herrn Lorenz geht, passiert da eigentlich auch so ein Regelkreis, den Sie gezeigt haben? Ich würde sagen, es gibt Unterschiede.
zwischen der Prägung, wie Sie es ansprechen, gerade bei den jungen Vögeln. Vögeln, ja. Ja. Die neuronale Grundlage von dem kann ich jetzt gar nicht wiedergeben. Auf jeden Fall ist es so, dass ein Pattern quasi gespeichert wird und das wird dann quasi benutzt im alltäglichen Verhalten. Insofern, es muss ja ein Verhaltenspattern sein. Es muss wohl ein Verhaltenspattern sein. Ja, nicht die Form. Naja, also der Lorenz hat ja auch gezeigt, wenn man die Formen ganz weiter nach sozusagen vereinfacht und nur quasi einen Stock mit einem kleinen Schnabel da dran hat, ne, dann reicht das auch schon aus. Muss gar keinen Kopf oder keine Augen haben oder so. Insofern, aber zu diesem Regelkreislauf, also bei uns ist das noch nicht so, dass wir das wirklich laufen lassen, komplett alleine. Das dauert auch noch mehrere Jahrzehnte, würde ich fast vermuten. Aber was man machen kann, ist einfach diesen Kreislauf manuell zu treiben. Wir nehmen die Daten auf in Experimenten, führen sie in den Rechner, tracken alles durch, verfolgen, laden dann die Daten wieder händisch in unser Trainingsszenario, da wo die KI dann daraus Sinn macht, stecken wir in Simulationen Roboter, simulierten Roboter und simulierten Fisch zusammen, der lernt wieder da drin. Dann, also alles wird händisch getrieben, was aber auch okay ist, weil wir einfach sicherlich hier und da noch Fehler machen und sicherstellen wollen, dass da nichts falsch läuft. Aber ich glaube, letztendlich ist die logische Folge, dass am Ende wirklich das ein Kreislauf wird, dass die KI selber Experimente macht. Und das ist überhaupt gar nicht, ich habe jetzt damit kein Problem, muss ich sagen. Ich weiß bloß noch nicht, wann das passiert, aber bei uns, in meinem Lab sicherlich noch nicht die nächsten Jahre. Dankeschön. Ja, danke auch Ihnen. Also Sie würden schon sagen, dass es möglich ist, in der nächsten Zukunft KI-Systeme zu entwickeln, die autonom handeln? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass sowas wie ein Roboterfisch oder eine Robobiene irgendwann selbst entscheidet, was sie den Bienen vortanzt? Ja, selbst entscheiden machen die das jetzt ja auch schon. Dieses eine Beispiel, was ich brachte, wo der Roboterfisch mit einem simulierten Guppi interagiert, lernt er ja schon und macht dann eigene Entscheidungen. Was heißt das? Ne? Das ist auch ein bisschen philosophisch, aber das, was es jetzt verhindert, den Roboter direkt mit dem Fisch interagieren zu lassen und aus den Interaktionen lernen zu lassen, ist eine Tierschutzfrage. Der Roboter braucht einfach noch zu lange dafür. Also das Lernen ist sehr ineffizient. Das ist ja auch bei Menschen schon gezeigt worden. Wenn wir einen Bewegungsablauf, weiß nicht, der Wurf eines Balls oder so, im Kopf machen, simulieren, dann ist das, was wir in der tatsächlichen Welt dann machen, sehr viel besser, als wenn wir es nicht simuliert hätten davor. Und das machen wir jetzt auch. Und die Autonomie der Entscheidung oder des Verhaltens ist das eine. Die Autonomie, weiß nicht, so wie jetzt eine Biene wirklich rumlaufen kann, das ist auch eine energetische Frage, das können wir gar nicht bauen. Ne? Das ist also noch viel zu, da haben wir auch andere riesige Lücken noch zu überspringen und zu überbrücken. Ja. Okay, ja, das macht Sinn. Sie würden jetzt nicht so weit gehen, dass dann der Roboter irgendwann Rechte bekommen müsste oder geschützt werden müsste. Das ist natürlich dann nochmal, das ist die philosophische Frage dann. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal die Tiere schützen, richtig, und die Roboter, ja, also vielleicht irgendwann, das kann ich mir nicht vorstellen, wann das sein soll, aber letztendlich sind wir ja auch bloß Roboter, sehe ich jetzt mal so. Ich unterscheide nicht quasi in dem Wert, einfach nur, weil wir ein biologisches Substrat haben, ne? Wir sind durch die Evolution entstanden, aber auch bloß Maschinen, würde ich mal sagen. Vielleicht sehr, sehr komplexe und sehr, sehr schwierig zu verstehende Maschinen, aber Ich finde gerade, dass diese biomimetischen Roboter sind da schon ein interessanter Fall, weil sie ja eben irgendwo das Leben imitieren und gleichzeitig technologisch von Menschen kreiert wurden und dann so als Schnittstelle fungieren. Das ist schon eine interessante Frage irgendwie, was für eine Art Leben das ist. Aber gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, da hinten sehe ich eine. Das Mikro ist gleich da, Moment.
Ja, eine eher grundsätzliche Frage. Wann weiß ich denn, ob die Ergebnisse der KI stimmen? Wann kann ich Ihnen vertrauen? Sie hatten das selber zwischendurch schon mal angesprochen. Das ist ja auch, das kann ja alles in eine ganz falsche Richtung laufen irgendwann. Ja, deswegen glaube ich auch, dass der Mensch immer in diesem Loop drin sein wird. Es wird nicht in absehbarer Zeit so sein, dass das alles selbstständig von der KI gemacht wird. Das ist so wie Mathe, ne? Also wir haben Axiome, auf denen wir alles aufbauen. Und wir vertrauen den Axiomen. Und das ganze Gebäude, was wir da aufbauen, ist dann eben auch nur so stabil wie diese Axiome. Und deswegen testen wir alles hoch und runter und links und rechts, dass das alles gut funktioniert. Wenn es sowas sein oder sowas geben wird, nämlich dass die KI selber entscheidet, was es testet und dann aus den Ergebnissen wieder Schlüsse zieht und nochmal was testet, so wie der Biologe heute, dann denke ich, ist das ja trotzdem irgendwann immer auch zu übersetzen für den Menschen. Der baut das Ding ja, weil er ja eigentlich lernen will. Das heißt, es muss immer eine Schnittstelle geben, ob eine sprachliche oder eine mit einem Bild oder mit einem Video oder so. Weiß ich nicht, aber es muss eine geben und dann wird die KI auch erklären können. Ich glaube, bevor das nicht abgehakt ist, können wir das nicht laufen lassen. Weil sonst wissen wir ja, wie Sie sagen, richtig, nicht, was da passiert. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, wir haben noch Zeit für ein oder zwei, oder? Wie bin ich mit der Zeit? Wenn es jetzt einen Bienenschwarm neu bildet, dann haben ja nicht alle die gleiche Aufgabe am Anfang, sondern die teilen sich dann ja auch individuell auf. Und das ist ja bei dieser Gruppe von Bienen, also von diesen jüngeren Bienen, die auch dazu gekommen ist, auch passiert, oder? Dass sie sich dann einbinden müssen in das System und dass das dann vielleicht da dran liegt. Weil wenn, ja. Genau. Das ja. Wollte ich nochmal nachgefragt haben. Ja. Und ich hätte noch eine moralische Frage. Wir machen dann ja die Tiere von den Robotern quasi abhängig. Ob dadurch nicht die Individualität der Tiere verloren gehen, weil wir halt dadurch eventuell Tiere züchten oder selektieren indirekt, die halt auf dieses roboterangepasste Verhalten reagieren. Ja. Dann, und wer entscheidet, was moralisch ethisch ist bei so einem, bei so einer Maschinerie quasi, die also quasi, wenn das ein selbstlaufendes Projekt ist, was halt selbst Untersuchungen macht, wer unterscheidet da oder was, da muss auf jeden Fall immer ein Mensch mit dabei sein, würde ich sagen, damit nach unseren Maßstäben Moralität gegeben ist. Ja, absolut. Oder? Also zu der ersten Frage, eindeutig können das natürlich auch nicht-genetische oder nicht-epigenetische oder andere molekulare Faktoren bewirken, dass sich diese Teilgruppe da rausgelöst hatte. Wenn das soziale Faktoren hat, würde man das vielleicht sogar auch in den Daten sehen. Ne? Also eine Hypothese ist, dass quasi die räumliche Verteilung der Bienen auch quasi determiniert, was das für eine Rolle dann einnimmt oder übernimmt. Ne? Also wenn eine Biene im Brutnest ist, macht die erstmal Brutpflege. Da sind sie ja sowieso gerade hergekommen, sind sie gerade geschlüpft, dann bleiben die sowieso erstmal da. Aber mit den neuen nachkommenden Bienen werden die bis nach draußen geschoben, aus dem Brutnest raus. Jetzt sind sie auf einmal da, wo Honig ist. Das heißt, die kriegen Reize, chemische Reize, aus denen sie dann das machen können. Also entweder ist es sowas Einfaches oder hat wirklich was mit Präferenzen zu tun, die aus der Genetik kommen oder eine Kombination. Da wird man noch einmal viel auch manipulieren müssen. Und die zweite Frage, ja gut, was ethisch und was nicht ethisch vertretbar ist, können die Forscher, glaube ich, selbst manchmal gar nicht entscheiden. Da gibt es dann immer Ethikkommissionen, die sich über über die Einbettung des Ganzen in das Gesamte hoffentlich tiefe Meinung bilden und dann entscheiden darüber.
Ich glaube auch, dass so ein Selektions Einfluss, den die Menschen haben, das ist ja nichts Neues, das haben wir ja immer irgendwie. Stichwort Bienen haben wir heute auch schon besprochen, dass wir die Probleme, die wir da haben mit den Varroamilben, also die Bienen haben eine Milbe und die Milbe überträgt Krankheiten, sodass die Bienen Stöcke dann eingehen, die ganzen Kolonien sterben über Winter, obwohl man sie eigentlich ganz gut gegen die Varroamilbe behandelt hat und gut gefüttert hat und trotzdem gehen die ein. Und warum haben sie die Milbe? Naja, die sind zu lieb. Wir haben sie so gezüchtet, dass sie sich gut den Honig wegklauen lassen und wenig stechen. Und ist auch schon gezeigt worden, dass dieses Hygieneverhalten, also die können die erkennen und auch wegbeißen, diese Milbe. Aber dieses aggressive Hygieneverhalten ist eben korreliert mit auch dem Stechverhalten. Wenn man da an den Stock rangeht und dann den Honig raus will, dann muss man immer balancieren. Okay, was will ich jetzt? Will ich jetzt einen Honig oder will ich, dass die überleben? Und dann fährt man die so auf der Mittelspur. Ne? Also insofern ist der Effekt, den wir als Menschen haben auf zumindest die Nutztiere, die wir da haben, ist eigentlich auch ganz gut beschrieben. Und ich denke, solche Maßnahmen wie eine KI-gesteuerte Forschung und Experimente, die da autonom ablaufen, das wird natürlich auch hoffentlich tief und balanciert betrachtet werden. Aber muss auch, bin ich auch der Meinung. Ja, ja, ich sehe das auch, ich halte es auch für eine sehr wichtige Frage, die ich Ihnen auch stellen wollte, denn es sind ja so, also so ein großer Fan von Ihrer Arbeit, ich auch bin, muss trotzdem von einer, also von so einer tierethischen Sicht, da sehe ich direkt, es sind so zwei Knackpunkte. Einmal natürlich die Übergriffigkeit, das ist ja klar, die Fische sind im Aquarium schon mal eingesperrt und die Bienen kriegen Sensoren und die werden, und dann fällt das Wort Manipulation, also dieser ganze Eingriff, der da passiert, der ja natürlich nicht mit den Tieren abgesprochen wird, der dann immer irgendwo ins Verhältnis gesetzt werden muss zu dem Nutzen, so was bringt es denn den Bienen? Und dann das Zweite, was ich ganz interessant finde, ist diese Idee, dass wir Verhalten versuchen zu quantifizieren. Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass es oftmals dann irgendwie schwierig ist und dann stößt man an seine Grenzen, weil es sich irgendwie nicht hundertprozentig quantifizieren lässt. Und haben Sie denn das Gefühl, dass man manchmal versucht, das Schwimmverhalten oder den Tanz in so ein rechenbares Konstrukt zu übersetzen, was vielleicht gar nicht unbedingt geht, weil die Tiere dann doch noch was Eigenes haben, was sich vielleicht gar nicht berechnen lässt? Ja. Ja, das spricht so ein bisschen den Bias an, den wir alle irgendwie haben, einfach weil wir Menschen sind und ein Standpunkt, der verschieden ist voneinander. Ne? Also wir sehen auch bestimmte Teile der Welt nicht, unsere Frau zu Hause oder unsere Kinder, die haben alle verschiedene Sichtweisen. Und so ist das auch mit der Tierbeobachtung oder mit der Forschung. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir eben nur einen Teil sehen und auch das, was wir sagen, ziemlich falsch sein kann. So, das erstmal. Und deswegen empfinde ich immer, wenn wir KI und Computer nehmen, dann sind wir so ein bisschen freier von unserem eigenen Bias, kriegen aber natürlich einen anderen Bias drauf. Also wir kriegen natürlich wieder eine Verzerrung, weil der Rechner eben nur seine Perspektive hat. Er hat eben bloß die Kamera von oben und nicht von der Seite. Er hat eben nur eine Bildrate von 15 Mal in einer Sekunde und nicht 100 oder so. Aber mit Fehlern der anderen kann man besser umgehen, habe ich das Gefühl. Da ist man dann freier und dann ist man auch ehrlicher, glaube ich. Genau, und diese ethische Dimension, genau, die Forschung, die wir machen an den Fischen, weil das Wirbeltiere sind, muss erlaubt werden, muss quasi in einem riesengroßen Antrag beschrieben werden, was ist das Ziel, wie können wir reduzieren die Zahl der Tiere, die wir verwenden. Übrigens, KI und Tiere im Rechner zu simulieren, ist eine der Möglichkeiten, die Zahl der lebenden Tiere zu reduzieren, die wir da nehmen. Bei den Bienen ist das anders, das sind keine Wirbeltiere, die sind völlig vogelfrei, die kann man hernehmen für alles Mögliche. Aber wir sind natürlich bestrebt, hauptsächlich, und das habe ich seit 2013 gemacht, dieses also über 10 Jahre auch bei den Bienen, einfach nur zuzugucken. Ja, wir wollen ja, dass die durch den Winter kommen. Wir wollen ja auch sehen, wie sie sich gegen die Varroa
zur Wehr setzt und wie sie sammelt und Honig macht und so weiter. Jetzt mit Bayer, natürlich müssen wir die ein bisschen vergiften, aber das ist ja immer noch in den Konzentrationen, in die sie es sowieso schon kriegen. Die fliegen ja schon raus und sammeln von pestizidbehandelten Feldern. Insofern machen wir nicht mehr. Ja, also im Generellen, also außerhalb eines Labs, sicherlich gibt es da Fragestellungen, die man sich genau angucken muss. Ich glaube, bei uns bin ich hoffe auch aus objektiven Gesichtspunkten, weniger kritisch da an der Stelle. Ja, ich denke auch, das wird ganz ersichtlich, dass da dass der Ansatz dann eben in diese Richtung geht. Natürlich können Errungenschaften in dem Bereich auch in andere Richtungen eingesetzt werden. Und das ist aber Probleme sind immer da und Bias ist immer da. Und wenn die Verhaltensforscherinnen früher sehr vermenschlicht haben, dann wird jetzt zu sehr quantifiziert. Aber vielleicht ist ja gerade diese Zusammenarbeit dann eben, die dann tierethisch achtsame Menschen zusammen mit KI-gestützten Systemen, vielleicht bringt uns das ja dann weiter. Und ich denke immer, je mehr wir Tiere verstehen, desto effektiver können wir Schutzmaßnahmen ableiten, auf jeden Fall. Ja. Von daher bin ich da auch optimistisch. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Ansonsten würden wir dann den Abend langsam, sind wir am Ende angekommen. Ist es noch, gibt da noch eine, ja. Gibt es auch Anwendungen für unsere üblichen Haustiere, zum Beispiel für Katzen oder für Hunde? Keine Ahnung, entweder ein Sensor oder dass man den filmt und dass entweder die KI sagt, ich denke, er will Trockenfutter nicht mehr. Ich habe gehört, ich beobachte ihn seit 2 Jahren und ich denke, der mag lieber das Trockenfutter statt dieses Gelige oder dass er dich dann warnt. Ich denke nicht, dass er raus will, er sucht irgendein Spielzeug oder Gesten. Bis zum Punkt, wo man neben Kleinen auch so eine Art Laryngophon kleben könnte, ne, dass dann irgendein Signal in das Bellen reinkomprimiert, wie zum Beispiel Toilette, Essen, ja. Nein, ja, ja. Je nach was. Wie sieht es da aus bei? Ja, über Katzen frage ich nicht. Aber ja, das ist sicherlich auch eine Frage, die ich auch schon überlegt habe und die ich habe einen Rechner, der heißt Snuffles. Kennst du Snuffles? Nee. Snuffles. Es gibt eine Serie, die heißt Rick and Morty, ist eine Zeichentrickserie. Da war das auch thematisiert und der Hund heißt Snuffles und kriegt dann so ein Headset auf und übernimmt dann die Welt am Ende. Ja, also weil er dann zu schlau war. Aber ich glaube schon, dass das auch teilweise, wenn es außerhalb der Forschung ist, sicherlich auch ein bisschen Blödsinn ist. Ich weiß nicht, wenn ich ein Haustier habe, habe ich eigentlich mal das Gefühl, dass ich da auch Lust habe zu verstehen, selber zu verstehen, was da ist. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die nicht verstehen, was der Hund will. Und warum dann auch nicht denen helfen? Na klar. Also wenn es funktioniert und nicht nur Geldmache ist, immer. Also da bin ich bin ja so ein Techno-Freak, also Technologie-Freak. Ich habe überall irgendwas, was blinkt. Aber ich hoffe natürlich, dass ich trotzdem da jetzt ehrlich bin und sage, es ist wahrscheinlich alles Blödsinn, was man da erstmal jetzt kriegt. Also weiß nicht, in den nächsten 10 Jahren vielleicht irgendwann kommt was funktioniert und Snuffles regiert die Welt, aber erstmal glaube ich, ist es eher Blödsinn. Ich hatte ganz vergessen, dass der aus Rick and Morty Snuffles heißt. Ja. Ich glaube, der heißt Snowball, dann will er Snuffles genannt werden oder andersrum. Ja, ich finde. Nee, andersrum, glaube ich. Er hieß Snuffles und dann hieß er. Ja, dann hat er sich weiterentwickelt. Ja. Advanced by. Ja. Ja, das Problem an diesen Ansätzen ist meiner Meinung nach immer, dass die Tiere im Endeffekt oft so ein bisschen lächerlich gemacht werden. Also zumindest alles, was es jetzt momentan auf dem Markt so gibt, was irgendwie Menschen und ihre Hunde sich einander näher kommen, bringen lassen soll. Da, wenn Sie sich da mal die Webseite von Fluent Pet zum Beispiel anschauen, da ist dann so ein kleiner Hund, der dann so total dämlich dargestellt wird mit so einer Brille. Can your dog learn to speak human? Und das sind halt einfach, und das finde ich, das geht einfach in so eine Richtung, die einfach nicht dem dient, die Tiere besser zu verstehen, sondern den Tieren weiterhin irgendwie einen Filter aufzuerlegen und sie so zu machen, wie wir sie gerne hätten. Und das ist eben so ein bisschen die Richtung, die ich zumindest nicht so zielführend finde. Da finde ich den Ansatz, die Tiere anzuschauen und zu gucken, was die machen, auf jeden Fall effektiver. Ja. Na, ich glaube, das, was wir mit diesen Uhren hier haben und diese selbst
das Selbsttracking, weiß nicht, vom Schlaf oder von Aktivität, das wird auch bei den Tieren wahrscheinlich dann auch bald kommen, dass wir sehen, okay, jetzt kratzt er sich wieder hinterm Ohr, hat er wahrscheinlich irgendwie wieder sich was eingefangen, dann muss man wieder seine Flohkur kriegen oder so. Mhm. Oder der haut immer ab und geht immer zu der Hündin da um die Ecke. Dann müssen wir mal den Zaun verstärken. Also ich denke, sowas ist nützlicher als diese Kommunikation direkt zu übersetzen. Ist aber trotzdem auch irgendwie Kommunikation, also nicht in dem Sinne, dass es jetzt, dass ich irgendwas intentional vermitteln will, aber ja, wenn ich mich kratze, dann zeige ich habe also irgendwas ist da mit meinem Körper. Und dann kann man das auch als Besitzer vielleicht bewusster gemacht bekommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wie Sie sehen, wir könnten ewig weiter quatschen. An der Stelle würde ich dann erstmal den heutigen Abend beenden und Ihnen nochmal fürs Kommen danken und auch an die Online-Teilnehmerinnen. Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder mit der, das ist dann die letzte Veranstaltung in der Ringverlesung Planetardenken. Frank Biermann wird zum Thema planetare Politik sprechen und Earth System Governance vorstellen. Also es wird nochmal ein politikwissenschaftlicher Abschluss unserer wirklich sehr interdisziplinär aufgestellten Reihe. Und ja, heute war es sehr schön und vielen Dank nochmal an Sie fürs Kommen und für Sie für die Fragen und einen schönen Abend dann an alle. Danke.